Neben der Artusdichtung aus dem Bereich der Epik ist der Minnesang heute wohl noch die allgemein bekannteste Gruppe lyrischer Gattungen des Mittelalters. Sie wird immer wieder neu vertont und auch aufgeführt, entweder auf der Grundlage zeitgenössisch überlieferter Melodien, wie hier ein Lied des spätmittelalterlichen Dichters Oswald von Wolkenstein in einer Handschrift des 15. Jahrhunderts, öfter jedoch auf der Grundlage musikhistorischen Wissens und in Anlehnung an die Notenüberlieferung der im Mittelalter ebenso erfolgreich gesungenen Sangspruchdichtung. Wir können uns glücklich schätzen, dass die sogenannte Jenaer Liederhandschrift die Sangsprüche fast durchgehend mit Melodien in sogenannter römischer Quadratnotation überliefert. Die Handschrift stammt aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, ist aus qualitativ sehr hochwertigem Pergament in großem Format, 56 x 41 cm geschrieben und ordnet die Sangsprüche nach Form und Melodien, den sogenannten Tönen. Die große Heidelberger Liederhandschrift aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, die auch nach den Zürcher Auftraggebern Codex Manesse genannt wird und die wichtigste Quelle für den Minnesang darstellt, sortiert demgegenüber die Lieder nach Autoren, überliefert daher auch keine Noten, dafür aber die berühmten Autorenbilder, von denen Sie schon einige in dieser Videoreihe gesehen haben. Hier Walter von Klingen mit dem Anfang seiner Strophen auf der Rückseite. Daneben existieren noch weitere bedeutende Liederhandschriften. Insgesamt drei Heidelberger, von denen die kleine Heidelberger Liederhandschrift bereits aus dem Ende des 13. Jahrhunderts stammt, die Weingartner Liederhandschrift und so weiter. Die Sammelhandschrift darf also als die typische Überlieferungsform der hochmittelalterlichen Lyrik gelten. Die Buchstaben als Kurzbezeichnungen für die Überlieferungsträger, die man Sieglen nennt, dienen der Auffindung und Interpretation von Überlieferungsvarianz, zum Beispiel in den Ausgaben und der Fachliteratur. Hier sehen Sie das Lied Ein Lieb ist mir viel nahe getragen von Reimer von Hagenau in einer Ausgabe. Das Lied ist in A, B und C überliefert. Die Ausgabe druckt nach Handschrift A ab und verzeichnet die Varianten nach B und C. So oder ähnlich sieht es in allen Lyrikausgaben aus. Mithilfe der Sieglen können Sie sich orientieren. Schon der Begriff Lyrik, der von lateinisch Lyricus stammt und so viel heißt wie zum Spiel der Lyra, also einem Saiteninstrument gehörig, hat etwas mit Musik zu tun. Mittelhochdeutsche Lyrik besteht aus Musik mit Instrumenten, gesungenem Text und Inszenierung bzw. Aufführung begleitet von Gesten, Mimik, möglicherweise Kostümierung, Tanz und ähnlichem. Mittelalterliche Lyrik muss daher stets vor dem Hintergrund einer solchen Aufführung eines Sängers vor einem kopräsenten Kollektiv in mehr oder weniger festlich-rituellen Situationen gedacht und interpretiert werden. Die mittelalterliche Lyrik ist also in ihrer Entstehung zumeist konzeptionell und medial mündlich, während ihre Überlieferung natürlicherweise medial schriftlich ist, aber auch weitreichende konzeptionell schriftliche Merkmale aufweist. Wenn etwa die Strophen in verschiedenen Handschriften unterschiedlich angeordnet und oder verschiedenen Autoren zugeordnet sind, dadurch bisweilen Strophencluster gebildet oder sogar dialogartige Strukturen zwischen Autoren lesbar werden, die von der originären Aufführungssituation gar nicht gedeckt waren. Oder auch Autorenbilder, etwa eine spezifische Aufführungspraxis insinuieren, dass Autoren als Verfasser, nicht als Sänger, überhaupt einen Namen, auch wenn ein stilisiertes Äußeres, ein Wappen und andere Attribute erhalten. Wie die Aufführungssituationen, in denen die Lyrik mündlich vor anwesendem Publikum inszeniert wurde, sind auch Handschriften als schriftlich-konzeptionelle Inszenierungen zu betrachten, die eigens bewertet werden muss. Diese sind nicht einfach Abbild von jener, weshalb die Rekonstruktion von Aufführungssituationen eine besondere Herausforderung für die Erforschung mittelalterlicher Lyrik darstellt. Das gilt für beide prominente Textgruppen des Hoch- und Spätmittelalters, Minnesang und Sangspruchdichtung. Die Unterscheidung haben wir schon in Folge 6 dieser Videoreihe getroffen. Ich wiederhole mich an dieser Stelle daher nicht. Wesentlich ist lyrischen Formen, dass sie singend unter ähnlichen Bedingungen und Gelegenheiten aufgeführt wurden, zu einem Teil aus der Feder gleicher Autoren stammte und teilweise auch gemeinsam in Sammelhandschriften aufgeschrieben wurden. Beide entwickeln sich etwa zeitgleich und parallel zueinander an den Höfen des Hochmittelalters.
zwar unter unterschiedlichen Bedingungen und Einflüssen, im Verlauf des 13. Jahrhunderts und vor allem im Spätmittelalter verschwimmen dann die Grenzen zunehmend und Neues entsteht. Bevor wir Minnesang und Sangspruchdichtung getrennt voneinander genauer betrachten, werfen wir einen Blick auf den europäischen historischen Kontext. Wie die Epik ist die Lyrik, vor allem der Minnesang, in formaler, rhetorischer, motivischer und stofflicher Hinsicht nicht unwesentlich beeinflusst von vorausgehender romanischer und lateinischer Lyrik. Aus der klassisch-lateinischen Antike wird vor allem die Dichtung Ovids ins Mittelalter tradiert. Das Mittellateinische bildet eine eigene, fiktionale Literaturgattung aus, auch lyrische. Eine bis heute vor allem durch die Kantate Karl Orffs bekannte lateinische Liedsammlung aus dem 13. Jahrhundert, die Carmina Burana, zeugt genau davon. In der Romania, zuerst im Raum Provence, dichten ab dem 12. Jahrhundert zunächst männliche Dichter, die Troubadours bzw. Trouvères, altprovenzalische bzw. altfranzösische Liebeslyrik. Auch Frauen als Autorinnen sind dort bekannt. Naturmotivik und Metaphorik, Elemente der Schönheitsbeschreibung und der Rollenentwürfe werden von deutschen Lyrikern aufgenommen. Dort bleiben die Männer aber unter sich. Ob die Parallelen des europäischen Minnesangs und der arabischen Liebeslyrik aus vorchristlichen Jahrhunderten echte Verwandtschaft oder doch eher Mehrfacherfindungen bezeugen, können wir an dieser Stelle nicht klären. Man kann aber doch sagen, dass das Thema Minne bzw. Liebe als anthropologische Universalie vielleicht nicht wirklich überraschend ähnliche lyrische Repräsentationen hervorgebracht hat, über Jahrhunderte, Orte und Idiome hinweg. Die mittelhochdeutsche Lyrik lässt sich in eine Frühphase, eine klassische und eine Rezeptionsphase unterteilen. Wichtige Höhepunkte liegen etwa um 1200, vor allem verbunden mit dem Namen Walter von der Vogelweide. Im 15. Jahrhundert taucht schließlich auf der Grundlage der Dichtungen und Melodien der höfischen Lyrik des 13. Jahrhunderts in den Städten, vor allem im Umkreis der Zünfte, eine neue Gattung auf, der sogenannte Meistersang mit strengem kompositorischem Regelwerk basierend auf alten Tönen. Betrachten wir nun zunächst näher den Minnesang. Von den Autoren im deutschsprachigen Raum wissen wir in Bezug auf ihre Rolle als Künstler so gut wie gar nichts. Nur von Walter von der Vogelweide ist rein zufällig in einer 1203 datierten Reiserechnung des Passauer Bischofs Wolfgar von Erla als Kantor, also Sänger, die Rede. Einige wenige Dichter werden in den Liederhandschriften und von Dichterkollegen Meister genannt, was auf eine klerikale Schulbildung hinweist. Auch bei anderen ist dies aufgrund der Gelehrsamkeit der Texte selbst zu schließen, dass sie Latein und oder Französischkenntnisse hatten, mit antiker und mittelalterlicher Literatur vertraut waren. Über die Lebensumstände und Wirkorte haben wir ebenfalls kaum gesicherte Daten. Aus Urkunden und Chroniken kann man für einige wenige Dichter hohe politische Stellungen an den Höfen und teilweise bei Kreuzzügen ableiten. Der Minnesang äußert sich jedoch kaum zu biografischen Daten. Die Spruchdichtung ist da beredsamer, da es zu ihrem Wesen gehört, Zeitgeschichtliches zu verarbeiten. Dort ist von wechselnden Wirkorten und AuftraggeberInnen die Rede, aber auch von wirtschaftlicher Abhängigkeit und anderen Widrigkeiten, denen die Dichter ausgesetzt gewesen sein sollen. Die Überhöhung der Dichter zu selbst ritterlich-herrschaftlichen Persönlichkeiten ist schon in der Stilisierung in den Autorenbildern des Codex Manesse angelegt, entspricht aber wohl genauso wenig der faktischen Realität wie die Behauptung, die Dichter, vor allem die Spruchdichter, gehörten generell zur Gruppe des außerständischen fahrenden Volks, den Spielleuten, die unbehaust waren, keinen Zugang zur Bildung hatten und kaum über ihre eigenen Rechte verfügten. Wie schon bei der sogenannten Spielmannsepik darf bezweifelt werden, dass die höfischen Lyriker aus dieser Gruppe stammten, zu der auch Dirnen und herumziehende Bettler gehörten. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen, beim niederen, abhängigen Adel und ministerialen, später auch bürgerlichen, gebildeten jedenfalls, teilweise wohl auch Berufssänger mit durchaus wechselnden Wohnsitzen aufgrund wechselnder AuftraggeberInnen. Minnesang scheint aber doch eher für den in der Adelshierarchie höher stehenden Dichter typisch gewesen zu sein. Es galt offenbar als schick, von der Minne zu singen. Aus den Liedern tönt jedenfalls hohe Wertschätzung der eigenen Kunst und Selbstbewusstsein der Minnesänger. Sie würden auf ausdrücklichen Wunsch der Gesellschaft singen und mit ihrem Sang einen unschätzbaren Dienst für die Freude des Hofes erweisen. Wenn wir den Begriff Minnesang verwenden,
meinen wir einen Oberbegriff über teilweise sehr unterschiedliche Einzelgattungen minnelyrischer Texte, die sich durch mehr oder weniger ausgeprägte formale, inhaltliche und motivische Gemeinsamkeiten gruppieren lassen und nach Kriterien wie Strophenform, nach den sprechenden Personen, Struktur oder Gestaltungsmodus, Situationen, typischem Personal, immanenten Funktionen, Minnehaltungen, spezifischen Themen oder gar Jahreszeiten klassifizieren lassen. Das gemeinsame Oberthema ist natürlich die Minne. Näher betrachtet sind die meisten Lieder Mischtypen. Je nach Forschungsinteresse kann man bei ihrer Betrachtung einzelne Klassifikationsmerkmale fokussieren und andere zurückstellen. Wir haben dies auch schon bei der Epik gesehen, wie dynamisch und forschungsgeschichtlich unfest differenzierte Gattungsbegriffe sein können. Dies trifft auch auf diese sehr kleinteiligen und erweiterbaren Binnendifferenzierungen der Minnelyrik zu. Die häufigste Gattung der Minnelyrik, vor allem in den historischen Anfängen des Minnesangs zu Beginn des 12. Jahrhunderts, ist das Minne- und Werbelied, eines zumeist männlichen lyrischen Ichs, aber auch Frauenstrophen, freilich von Männern gesungen, sind verbreitet. Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts dominiert innerhalb der Gattung die Minneklage. Um 1190, zur Zeit des Jerusalemkreuzzugs, tritt das Kreuzlied auf. Erst im 13. Jahrhundert entsteht das Tagelied, das Tanzlied und andere Gattungen mit nicht hochhöfischem Personal, auch erst spät. Sehen wir uns ein paar Beispiele aus der zentralen Gattung des Minne- bzw. Werbelieds an, um die Varianz der Gattung auch im historischen Verlauf in den Blick zu bekommen. Ich bitte Sie jeweils zu pausieren, um den Text und gegebenenfalls die Übersetzung mindestens einmal ganz zu lesen, da ich nur auf jeweils wenige Motive und Merkmale im Einzelnen eingehen werde. Dietmar von Aist, geboren um 1115, stammte aus einem freiherrlichen Geschlecht, war also adlig und gehört zu den frühen Vertretern des deutschen Minnesangs, wie etwa auch der Kürenberger. Genauer zur donauländischen Lyrik zwischen 1150 und 1170. Das hier gezeigte Lied ist zweistrophig und als Wechsel gestaltet, was bedeutet, dass Männerstrophe und Frauenstrophe einander abwechseln. Die vom Herausgeber gesetzten Anführungszeichen markieren die Frauenstrophe als dem Text inserierte wörtliche Rede des männlichen Sängers in der weiblichen Rolle. Denn Minnesang ist Rollenlyrik. Nicht der Dichter oder die den Sang aufführende Person als historisches Individuum äußert sich vor dem Publikum, sondern in der Aufführungssituation nehmen Sänger die Rollen der sprechenden lyrischen Figuren ein, die zumeist männlich, aber gelegentlich auch weiblich sein können und von sich als Ich sprechen. Typisch sind in diesem Lied die frühlingshaften Naturmotive im Natureingang, ein Motiv, das dann im 13. Jahrhundert regelrechte Eigendynamiken entwickelt. Die Linde, das singende Vöglein, der Wald, die Rosenblumen, die symbolhaft mit der Erfüllung der Liebe und der Freude verbunden sind. Doch ist die geschilderte Liebe dennoch keine intim zweisame. Mann und Frau erinnern sich getrennt an eine ferne, vergangene Liebesbegegnung, die gefühlt wohl tausend Jahr zurückliegt. Die Freude währte daher nur kurz, der Jammer aber allzu lang. Ob eine erneute Liebesbegegnung stattfinden kann, ist ungewiss. Typisch ist also schon hier die im Prinzip unerfüllte, unvollkommene Liebe als dauerhafter Glückszustand, die dem Minnesang ihren spezifischen Charakter gibt. Auch wenn sie, wie hier, punktuell zur Erfüllung gekommen ist, bleibt sie am Ende auf Dauer defizitär. Die getrennten Räume durch die Wechselrede und getrennten Zeiten durch den Wechsel der Jahreszeiten setzen dieses Defizit ins Bild. Wenn auch die Jahreszeiten immer wiederkehren, zerdehnt das Abschließende allzu lang die Sehnsucht auf unbestimmte Zeit. Das Personal ist im adlig-höfischen Kontext angesiedelt. Der Begriff Frowe anstelle des neutralen Lexems Wieb weist auf den hohen Stand der Dame hin. Ob dadurch auch ein für den klassischen Minnesang, wie wir gleich sehen werden, typisches Dienstverhältnis kodiert ist, bleibt in der Schwebe. Die Struktur des Wechsels und gegenseitige Zugewandtheit hinterlassen aber eher den Eindruck einer enthierarchisierten Minnebeziehung, die aus Gründen, die nicht genannt werden, nicht dauerhaft bestehen kann. Hier ein Beispiel aus der klassischen Periode von Heinrich von Morungen, ein Sänger des späten 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts aus dem ostmitteldeutschen Raum. Das Lied mag
gelesen vielleicht etwas plump daherkommen, aber gesungen sehr kunstvoll in den Wiederholungen von Nein und Ja gestaltet gewesen sein, wodurch die Krux der Minneklage und der paradoxen Situation des Sängers im Verhältnis zur Dame als prononciertes Klangerlebnis erzeugt wird. Die meisten Minnelieder der klassischen Periode, auch Heinrichs von Morungen, sind mindestens drei- und mehrstrophig. Dieses Einstrophige weist dennoch wesentliche Merkmale in prägnanter Weise auf. Das Lied beginnt mit einer direkten Anrede des Ich an die Dame. Sie erscheint also insofern als Herrin, wie die Übersetzung angibt, als dass das Ich für seinen Liebesdienst keinen Lohn erhält, sondern nur eine brüske Absage. Nein, das quasi wie ein Echo im Herzen des Ich widerhallt. Die Dame zeigt sich dem Ich demnach überlegen. Das bedeutet nicht per se eine ständische Hierarchie, in der die Dame höher steht als das Ich, sondern übertragen auf das Liebesverhältnis, das hier ganz einseitig bleibt. Der Ausdruck der Sphäre, die sogar zum Tod des Ich führen kann, das gebrochene Herz und das verbundene Leid, sind typischer Ausdruck der Minneklage, die durch das ablehnende, ja passive Verhalten der Dame evoziert wird. Die Lohnforderung besteht hier darin, das einzige Wort, das die Dame je an das Ich gerichtet habe, in das Gegenteil zu verkehren, also aus Nein Ja werden zu lassen. Die Konsequenz daraus wäre entsprechend die Umkehrung des Brechens ins Heilen des Herzens. Das, was hohen Minnesang und Klage ausmacht, ist hier ganz dicht gedrängt auf zwei Wörter und eine einfache Umkehrungslogik geschrumpft. Aus Nein werde Ja, aus Leid werde Freude. So einfach, so unmöglich und daher so paradox. Der Dienst erscheint als Zwang, trotz oder gerade wegen der Todesgefahr, die Frowe, die mit dem Attribut selig auf eine keusche, standhaft abweisende Haltung zurückgeworfen bleibt, auf ihre passive Rolle festgelegt. Das Dienst-Lohn-Verhältnis zwischen Ich und Dame ist bei Heinrich von Morungen häufig, wie auch hier, auf direkte Lohnforderungen reduziert. Der Sang als Dienst an der Herrin und der Gesellschaft drückt sich zum Beispiel aber so aus. Pausieren Sie auch hier bitte noch einmal. Walter von der Vogelweide, einer der bekanntesten und produktivsten Lyrikdichter des Hochmittelalters zur Blütezeit um 1200, hat zugleich auch eines der vielfältigsten Oeuvres hinterlassen in Minnesang und Sangspruchdichtung, die verwendeten Motive und außerdem die Gattungsgrenzen aufgeweicht und mit neuen Elementen angereichert. In der ersten Strophe dieses eigentlich zweistrophigen Liedes vergleicht das Ich den Dienst, das Singen, mit einem Spiel mit Einsatz. Es ist die Rede von einem Mann, der so hohen Einsatz geboten habe, dass alle anderen Spieler nicht mehr mithalten können. Das Singen als Dienst an der Dame ist mit Gruß bzw. Grüßen umschrieben. Dieses habe ein Dichterkonkurrent offenbar übertrieben, denn das Sänger-Ich weist diese Art des Singens bzw. Grüßen zurück und fordert sänfter Gruß. So recht verständlich ist dies noch nicht so recht. Das wird es aber, wenn man berücksichtigt, dass das Lied im gleichen Ton wie ein Lied Reinmars von Hagenau, ein Zeitgenosse Walters, gedichtet ist. Die erste Strophe des auf diese Weise zitierten Reinmar-Liedes geht nämlich so. Mit dem letzten Vers der ersten Strophe dieses dreistrophigen Liedes, die hier aber zum Vergleich genügen kann, wird klar, dass sich Walters Lied direkt als Replik auf Reinmar verstehen lässt und der in Vers 1 bei Walter erwähnte Mann und Konkurrent, das Sänger-Ich, in Reinmars Lied meint. Das Spiel als Metapher für das Singen wird mit Matt als Schach aufgerufen und Walters Antwort als metaphorische Schachentgegnung. Wir werden noch sehen, dass Walter eine gewisse Vorliebe für Schachmetaphern hatte. Hier geht es also nicht eigentlich um Konkurrenz in der Liebe, um eine gewisse Dame, sondern um Konkurrenten in der rechten Art des Singens, um die Gunst der Frauen an sich, denn Minnedienst heißt immer Singedienst. Die betreffende Dame in Superlativen zu loben und preisen, derart dem Sänger selbst zu überhöhen, dass er für die Gunst der Dame gar nicht mehr erreichbar ist. Dies kann man bei Reinmars Strophe sehr gut sehen. Die betreffende Dame lässt sich in ihrer Vollkommenheit, ihrer Werde, gar nicht adäquat loben, denn jeder konventionelle Frauenpreis ist defizitär und bleibt hinter den Ansprüchen der Dame zurück.
Diese Dame ist der Inbegriff weiblicher Idealität und Dienstmotivation. Der Sang bricht aber gar nicht ab, im Gegenteil. Der Wert des Sängers spiegelt sich im Wert der Dame, den der Sänger als unerreichbar besingt. Das klingt wie ein Widerspruch, ist aber die Krux des Minnesangs schlechthin. Ein Paradox, das einerseits fußt auf der unerreichbaren Vollkommenheit und Tugend der Dame, die den Dienst des Mannes genau deshalb nicht lohnen kann mit dem, was er fordert, und andererseits den Sänger und seinen Sang im Wert in dem Maße steigert, in welchem er die Vollkommenheit der Dame bemisst. Der letzte Vers, das ist ihn matt, bezieht sich daher nicht nur auf alle anderen Frauen, die von diesem Idealtypus in den Schatten gestellt werden, sondern auch auf alle anderen Sänger. Und genau so hat Walter ja auch Reinmars Lied verstanden und darauf reagiert. Nicht ohne Witz ist dann Walters zweite Strophe, die nämlich eine Frauenstrophe ist. Anstatt dass der Sänger weiter nur behauptet, er könne besser singen als und sänfter grüßen, um Reinmar in seine Schranken zu weisen, also matt zu setzen, lässt Walter die Frau aus Reinmars Lied selbst zu Wort kommen. Weil Reinmar imaginiert nämlich das männliche Ich in der dritten Strophe, wie es der Dame einen Kuss stehlen würde. In Walters Replik bestätigt die Dame nicht nur ihre Städte an Ehren und Wohlgemurt aus Reinmars Frauenpreis, sondern schmettert das Ansinnen, dass ich ihr einen Kuss stehlen zu wollen, brüsk ab. Nur ein Werber, der es mit Anstand, mit Furge und anderm Spill, also anders als das Ich in Reinmars Lied, versuchte, könnte eventuell erfolgreich sein. Auf diese Weise lässt Walter seine Sangskunst in der Rolle der fiktiven Frau aus dem Lied des Dichterkonkurrenten Reinmar loben. Ein beeindruckend gewitzter Schachzug. Man sieht an diesem Schlagabtausch zwischen Reinmar von Hagenau und Walter von der Vogelweide, wie nah bisweilen auch lyrisches Rollen-Ich und Dichter in der Semantik von fiktionsinternem Singen als Dienst des Rollen-Ich an der Dame und fiktionsexternem Dichten als Dienst an den AuftraggeberInnen und dem höfischen Publikum allgemein zusammenrücken können. Noch deutlicher wird Walter in dieser Hinsicht in folgendem Lied, das in seiner Haltung zum Minnesang als höfischer Kunst im 13. Jahrhundert Schule machen wird. Sie sehen hier die ersten beiden Strophen eines vierstrophigen Liedes. In diesem Lied ist von Minne gar keine Rede mehr, sondern nur noch vom Sang und seiner Funktion für die höfische Gesellschaft. Wieder ist es die Furge, die das Ideal der Sangeskunst ausdrückt und personifiziert wird in ihr Gegenstück, der Frau-Unfurge, Frau-Unfurge. Sangeskunst, also die Aufführung von Minnesang, figuriert als Garant für höfische Freude in einer Weise, die ihrerseits Recht und Gefürge ist und damit auch das Publikum zu ethischer Vervollkommnung verhilft, die im Begriff des hovelichem Murt ausgedrückt wird. Dabei geht es um nicht weniger als im Grunde den arthurischen Idealzustand, den Erik am Hof in Brandigan und seine Zielaventüre, die deshalb Joie de la Cour, also Freude des Hofes heißt, wiederherzustellen hat, indem er Mabonagrin und seine Geliebte von ihrer Gesellschaft schädlichen Minnezweisamkeit und die 80 Witwen aus ihrer Trauer erlöst. Höfische Freude als Idealzustand höfischer Gesellschaft ist ein gattungsübergreifendes Motiv, das auf das kulturelle Selbstverständnis der Adelshöfe um 1200 ausgreift und für welche sich die Dichter von Epik und Lyrik verantwortlich zeichnen. Daraus schöpfen sie zu keinem geringen Teil ihr dichterisches Selbstbewusstsein und die Lizenzen, die sie zur Reflexion des eigenen Kunstanspruchs und ihrer sozialen Rolle nutzen. Bevor wir diesen Gedanken anhand der Sangspruchdichtung weiterverfolgen, wenden wir uns noch wenigstens einem Beispiel aus der Gattung des Tageliedes zu. In dieser kommt es, überraschend, wollte man meinen, zu einer tatsächlichen Erfüllung der Minne und bisweilen dies nicht nur in der Erinnerung, sondern in einer Momentaufnahme, die im Lied abgebildet wird. Diese Zweisamkeit und gegenseitige Erfüllung der Liebe wurde in gewisser Weise ebenfalls von Walter von der Vogelweide als Möglichkeit alternativ zur steten Minne-Klage aufgrund unerfüllter Lohnforderung antizipiert. In der vierten Strophe seines Liedes »Bin ich dir unmähre« entwirft er eine Minnevorstellung, die nicht auf ethischer Vervollkommnung durch Verzicht beruht, auf Gegenseitigkeit, sondern und immerwährende Zweisamkeit im Herzen. Trotzdem bleibt das Lied
der Schilderung der nicht erwiderten Lohnforderung und des daraus resultierenden Minneleids des lyrischen Ich verhaftet. Die Gegenseitigkeit wird aber als Möglichkeit antizipiert in einer Weise, die den Wert der Minne steigern oder überhaupt erst erweisen würde. Das ist so im Prinzip ein recht neuer Gedanke, bleibt aber theoretisch und damit seinerseits defizitär. Das Tagelied schildert die gegenseitige Erfüllung der Liebe in teilweise sehr deutlichen Worten. Vom immerwährenden Liebesglück ist es aber dennoch weit entfernt. Schauen wir uns ein Beispiel seines prominentesten Vertreters an, Wolframs von Eschenbach von der Zinnen. Pausieren Sie hier bitte noch einmal und noch einmal, um es mindestens einmal ganz zu lesen, bevor ich die Übersetzung ausblende, um auf einige Details in allen drei Strophen einzugehen. Im Tagelied wird anders als in den bisher vorgestellten Liedern eine konkrete Situation von Raum und Zeit geschildert, und zwar den kurzen Zeitraum beim Wechsel von der Nacht zum Tag. In der zweiten Strophe, also etwa in der Mitte des Liedes, ist vom taggenden Glast, der durch die Wolken dringet, die Rede. Also genau der Moment bezeichnet, an dem der Tag die Nacht ablöst. Auch die Rolle des lyrischen Ich hat sich in Strophe 1 und 2 verändert. Es ist nicht mehr der um Lohn singende Ritter, sondern ein Wächter auf der Zinne, der als Verbündeter der Liebenden auftritt und die Minnezweisamkeit ermöglicht und beschützt. Die aus Frankreich stammende Tagelied-Tradition, die dort Alba heißt, hat Wolfram von Eschenbach in der deutschen Literatur mit der Wächterfigur angereichert. Die im Lied entworfene Raumkonstellation unterstreicht den fiktiven Charakter der Situation. Der Wächter auf der Zinne sieht den anbrechenden Tag und wendet sich mit seinem Weckruf an die Liebenden, die im Geheimen beieinander liegen. Nicht nur, dass man von der Zinne nicht direkt und für andere unhörbar mit Personen in einem Raum in der Burg kommunizieren kann, ist das Wächteramt auch dem Burgherrn verpflichtet und nicht einem nächtlichen Eindringling. Von einer realistischen Situation ist das Tagelied freilich sehr weit entfernt. Jedoch ist Minnesang überhaupt eine hochfiktionale Liedgattung. Es herrscht eine implizite Vereinbarung, ein Fiktionalitätskontrakt für den Moment der Aufführungssituation zwischen Sänger und Publikum, dass es sich bei dem Gesungenen nicht um Reales handelt, die auftretenden Figuren literarische, typenhafte, fiktive Rollen und nicht mit Anwesenden identisch sind. Anders wäre das Singen über den Vollzug illegitimer Liebe und sei es nur die Fantasie gestohlener Küsse auch gar nicht möglich. Das Tagelied ist, gerade weil es den Liebesvollzug nicht nur textintern imaginiert, sondern von seinem körperlichen Vollzug spricht, daher besonders gekennzeichnet von Fiktionalitätsmerkmalen. Die paradoxe Raum- und Rollenkonstellation gehört eben dazu, wie die Erzählerrolle, welche die dritte Strophe einleitet. In der Nacht war es also zwischen zwei Liebenden, die ihre Liebe nur im Geheimen ausleben können, zum Stelldichein gekommen. Dass es auch hier um höfisches Personal geht, ist nicht nur deutlich durch die Verantwortung des Burgwächters für die Liebenden, sondern auch die Anreden als Ritter und Frowe. Das Tagelied spricht also immer noch von hoher Minne, Liebe zwischen Adligen. Es erfüllt sich also, was Walter in seiner Strophe als Gegenseitigkeitsideal der Minne antizipiert hatte. Jedoch, auch die Tagelied-Minne ist defizitär, denn sie ist illegitim, aus wie immer ungenannten Gründen, wird von der Gesellschaft nicht anerkannt, ja vielmehr geschmäht und verfolgt. Der Minnevollzug kann nur regelrecht im Angesicht höchster Lebensgefahr geschehen und bleibt daher punktuell. Der kurze Moment der Tagelied-Situation ist schnell verflogen. Der Ritter muss fort, Wiederkunft ungewiss. Das Tagelied ist daher auch nicht als Gegenentwurf oder gar Entlastung vom Leid der Liebesklage, der Minneklage zu verstehen. Vielmehr stellt es eine alternative Darstellungsweise der immer gleichen Grundkonstellation dauerhaft unvollkommen bleibender Minne dar, die in dem Fall nicht durch gänzlichen Verzicht, wie in der Minneklage, sondern durch ihre Punktualität und Einmaligkeit trotz Todesgefahr ihre Wertsteigerung im Sinne höfischer Ethik erhält. Auf Minneleid kann daher auch das Tagelied nicht verzichten. Hier ist es dann wieder auch das liebende männliche Ich,
das den Verlust von Freude beklagt und betrauert. Den notwendigerweise in diesem Rahmen sehr beschränkten Einblick in die große Vielfalt des Minnesangs schließe ich mit einer kurzen Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale, die sich für fast alle Einzelgattungen verallgemeinern lassen, ab. Minnesang ist meist Rollenlyrik. Lyrisches Ich ist zumeist ein Mann, kann aber auch eine Frau sein, ein Bote oder wie im Falle des Tageliedes ein Wächter. Im sogenannten Genre Objektiv spricht sich der Sänger auch in objektiver Sprechweise über das Wesen der Minne aus. Die Rollen sind typenhaft. Nicht eine spezifische individuelle Dame ist Ziel der Werbung, sondern die in jeder Hinsicht ideale Frove. Ein typisches Motiv ist der Preis der Tugenden der Dame, die es ihr verbieten, auf die Lohnforderungen einzugehen und sie gleichzeitig überhaupt erst zum Ziel der Werbung machen. Das ist das Minneparadox, an dem sich die mittelalterliche Liebeslyrik vielgestaltig abarbeitet. Daraus nährt sich insbesondere die Minneklage. Damit hängt auch das Dienst-Lohn-Verhältnis zwischen Sänger und Dame zusammen, wobei der Dienst im steten Singen bzw. Loben die Lohnforderung als Erwiderung der Minne antizipiert wird. Die Dame erscheint daher dem Mann überlegen, straft ihn häufig mit Missachtung. Auch in Gattungen, die die Liebeserfüllung imaginieren, wie der Wechsel oder das Tagelied, bleibt die Minne auf den Moment bzw. die Vergangenheit beschränkt und hat auf Dauer keinen Bestand. Minnesang ist fiktional. Das Personal, die Konstellationen, Situationen, Emotionen, Haltungen sind entsprechend fiktiv. Es herrscht ein Fiktionalitätskontrakt zwischen Sänger und Publikum in den Aufführungssituationen. Es gehört zu den Spielarten des Minnesangs, diesen Kontrakt zu unterlaufen und die Rolle des fiktionsinternen Sängers mit der Rolle des Dichters am Hof eng zu führen. In solchen Liedern steht der Sang, seine kulturelle Relevanz und die gesellschaftliche Funktion der Minnesänger selbst im Fokus. Werfen wir nun einen näheren Blick auf die zweite große lyrische Gattung des Mittelalters, die wir neben dem Laich, der hier nicht im Einzelnen betrachtet wird, schon im Gattungsüberblick in Folge 6 dieser Videoreihe kurz skizziert hatten. Die Sangspruchdichtung ist neben dem Minnesang die meist überlieferte und bestbeforschte lyrische Gattung des Mittelalters. Das hat viel mit einzelnen Autoren zu tun, die die Gattung zum Verkaufsschlager vor allem des 13. Jahrhunderts gemacht haben, eben weil sie neben dem Minnesang sie betrieben. Bis heute wird Walter von der Vogelweide nicht nur für einen Neubeginn innerhalb der Minnesang-Tradition verantwortlich gemacht, sondern auch für die Etablierung des Sangspruchs in der Form, die das 13. Jahrhundert dominierte und schließlich im städtischen Meistersang ab dem 15. Jahrhundert aufging. Die Forschungsgeschichte ist daher vor allem zu Beginn wesentlich beeinflusst von der Minnesangforschung zu und um Walter von der Vogelweide. Man kann sehen, wie sich nicht nur die mittelalterliche Sangspruchdichtung mit ihrer zumeist, aber auch nicht minnetypischen Thematiken als lyrische Form von der Dominanz des Minnesangs emanzipierte, sondern auch ihre Erforschung sich von diesem hat sich erst lösen müssen und der Gattung als solcher gerecht zu werden. Die Frage, was ist Sangspruchdichtung, muss entsprechend vor diesem Hintergrund mit gewissen Vorbehalten beantwortet werden. Die Forschung berücksichtigt Gattungsmerkmale nach zeitlichen, medialen, sozialen, thematischen und formalen Faktoren. Demnach ist die Sangspruchdichtung eine mittelhochdeutsche und frühneuhochdeutsche Lyrik, die sich vom 12. bis ins 15. Jahrhundert nachweisen lässt. Sie wurde in Tönen verfasst und gesungen von nieder- oder auch nichtadligen Sängern, meist wohl Berufsdichtern vor einem höfischen Publikum. Die Töne einzelner Dichter waren wiederverwendbar und blieben nicht auf ein Spruchlied beschränkt. Manche Spruchdichter dichteten Zeit ihres Lebens in nur einem einzigen Ton, während andere eine große Tonvarianz innerhalb ihres Oeuvres aufweisen. Thematisch ist der Sangspruch offen. Der Gestus ist konstatierend, belehrend, lobend oder tadelnd. Typische Themen sind geistlich-erbauliches, Moraldidaxe, Zeitpolitik und Panegyrik. Obwohl die geschlossene Einzelstrophe zumeist in Kanzonenform dominiert, setzt sich im Verlauf der Gattungsgeschichte Mehrstrophigkeit durch.
Literaturgeschichtlich wie forschungsgeschichtlich hängt die Sangspruchdichtung eng mit dem Minnesang zusammen. Allerdings ist von vielen Sangspruchdichtern noch weniger bekannt als von Minnesängern, die wenigstens gelegentlich in historischen Quellen zwar nicht als Sänger, aber doch zum Beispiel als urkundende Personen nachgewiesen sind. Von vielen Sangspruchdichtern haben wir kaum mehr als den Namen, die zudem bisweilen lauten wie Singuf, Regenboggen, der Marner, Höllefeuer, der Meißner, Fegfeuer und so weiter. Daher ist naheliegend, dass es sich vermehrt um nichtadlige Berufsdichter gehandelt haben wird, die aber keineswegs ohne Bildung waren. Eher im Gegenteil. Schließlich gibt es auch Überschneidungen von gerade sehr prominenten Minnesängern und Sangspruchdichtern, wie etwa Walter von der Vogelweide, Heinrich von Meißen, genannt Frauenlob, oder Konrad von Würzburg. Der für den Sangspruch typischen Beredsamkeit der Dichter bezüglich prekärer Lebensumstände sollte angesichts der äußerst dünnen historischen Faktenbasis mit gebotener Vorsicht begegnet werden. In den Liedern geben sich die Sangspruchdichter nicht nur Titel wie Sänger, Singer und Tichter, sondern auch Ratgeber, Lehrer und Maggezogge, vor allem aber Sangesmeister, Wiesermeister oder Meisterpfaffe. Meisterschaft ist also ein Attribut, das sich Sangspruchdichter selbst zuschreiben. Keine unerhebliche Rangsteigerung, wenn sie gleichzeitig von sich behaupten, sie wären auch Gernde und Fahrende Dirt, die kaum ein Hemd am Leib trügen und um Lohn und Brot betteln müssten. Sangspruchdichter betiteln sich gegenseitig, hochgradig beleidigend, als Gouch, Snuddel, Affe und Rind und die Kunst der Kollegen abwertend als Runer, Lecker, Smächer, Gumpelmann. Keine besonders höfische Ausdrucksweise, möchte man meinen, aber das Publikum war nachgewiesenermaßen genau das gleiche wie für den Minnesang. Der Hochadel an den herausragenden Fürstenhöfen des 12. und 13. Jahrhunderts, wie etwa der Kaiserhof Friedrichs II., der Hof der thüringischen Landgrafen, der Babenberger Hof in Wien oder der Straßburger Bischofshof. An diesen Wirkstätten zu festlichen Anlässen geben sie in ihren Liedern politischen Rat, loben und tadeln Kaiser, Könige und Fürsten mit scharfen Worten, erheben sich über die Priesterwürde, maßen sich prophetische Rede an, vereinnahmen Deutungskompetenzen in allen möglichen Wissenssparten, verunglimpfen die adligen Minnesänger und höfische Epiker, überhaupt alle Künstler außer sich selbst, gehen in inszenierten Streitigkeiten aufeinander los und verlangen dafür nicht nur Bezahlung, sondern Lob und Anerkennung, behaupten außerdem, die Ehre des Herrschers und seines Hofes hinge ausgerechnet von ihrem Sang ab. Wird ihnen der Lohn verweigert, verunglimpfen und beschimpfen sie die mangelnde Milde der zahlungsunwilligen Herren, wünschen ihnen Gottes Zorn und sogar den Tod an den Hals. Sie können aber auch durchaus schmeichlerisch sein, wenn sie um die Ehre heischen, gerieren sich aber ebenso untreu und gewissenlos. Heute singen sie hier das Lob des einen Herren und morgen tadeln sie jenen zugunsten eines anderen. Ein typisches Beispiel dafür ist eine Strophe in Walters von der Vogelweide, sogenanntem Unmutston. Pausieren Sie bitte und lesen Sie zunächst den Text einmal ganz durch. In den ersten 8 Versen lamentiert der Dichter über seine unwürdige Situation, nicht behaust zu sein und als Fahrender immer nur Gast und niemals Hausherr sein zu können. Das Attribut Gast würde, so die überraschende Wendung, genauso wenig gehört werden wie das Gebot des Schach in einem Spiel. Gast und Schach kommt selten ahne Hass. Mit einer direkten Anrede fordert das Ich in der abschließenden Pointe den Auftraggeber und Dienstherrn auf, dieser Situation mit einem Lehen abzuhelfen. Herre, bürset mir des Gastes, das ü Gott des Schaches bürse. Aus dem Text lässt sich ein Zusammenhang zwischen Lehnsbitte und Schach nicht überzeugend erschließen. Es verhilft nur die Vortragssituation mit ihrer situativen Deixis, dem Text eigentlich erst zur Pointe. Als vom historischen Zeitgeschehen getrennter schriftlicher Text bleibt er eher dunkel. Mit der Selbstbehauptung, wenn der König dem Dichter ein Lehen geben würde, könne er sich Gottes Gnade und des Dichters Fürsprache verdienen, aus seiner misslichen Lage befreit zu werden, ist der gewagte Gedanke verbunden, das unbehauste Ich und der irgendwie in seiner Würde bedrohte Herrscher stünden auf einer Stufe. Ihre Situationen wären vergleichbar. Der Gedanke ist deshalb gewagt,
da es sich bei dem Angesprochenen mit aller Wahrscheinlichkeit um Kaiser Otto IV. Handelt, der 1210 durch eine Exkommunikation, die es den Fürsten ausdrücklich erlaubte, einen anderen Kaiser zu wählen, massiv in seiner Herrschaft bedroht wurde. Und genau das taten die Fürsten nämlich auch. Im September 1211 wählten sie Friedrich II. Zum Alium Imperatorem, zum Gegenkönig. In eben dieser historischen Situation ist die Entstehung des Spruchs anzusiedeln. Dass Otto also, wie Walter mahnt, im Schach steht, wurde durch die Situation des Verlusts der Treue der Reichsfürsten und die Erstarkung eines zweiten Königs herbeigeführt, die mit dem Endspiel beim Schach vergleichbar ist, indem es immer weniger auf die Sicherung des Königs ankommt, sondern auf die Opposition beider Könige, die einander in Zugzwang versetzen, sich aber ja nicht direkt bedrohen können. Walter macht Otto in einer politischen Bedrohungssituation und in Zugzwang befindlich, quasi ein letztes Angebot, ihn für seine Kunst die adäquate Anerkennung zu gewähren, Gurt um Beehre zu geben, verbunden mit der impliziten Drohung, sich von ihm abzuwenden und für die Sicherung seiner Ehre durch Loben zukünftig nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Der Dichter inszeniert sich in dem Bild vom im Schach stehenden König gewissermaßen als diejenige Figur, die durch Dazwischenziehen die Sicherheit wiederherstellen könnte, womit der Anspruch verbunden ist, er könne durch lobenden Sang Entscheidendes zum Prestige des Herrschers und seiner politischen Lage beitragen, wenn er denn nur ein Lehen hätte, ein Gurt hätte. Im Frühjahr 1213 wendete sich Walter von seinem Dienstherrn ab und trat in die Dienste des neuen Königs, Friedrich II., dessen Freigebigkeit er zum Beispiel in der Ottenschelte mit dem Geiz seines früheren Dienstherrn aus Rache für das verweigerte Lehen kontrastiert. Gegenüber der Knausrigkeit Ottos wirke vor dem Hintergrund kaum ins Gewicht fallender Lohnforderung des Sangspruchdichters die Freigebigkeit, die Milde Friedrichs besonders groß. Der Tadel Ottos wirkt entsprechend gleichzeitig als Lob Friedrichs. Herrscher Schelte und Herrscher Lob werden hier gleichzeitig hervorgebracht. Ein unmittelbarer Zusammenhang zur Strophe mit der Lehensbitte an Otto lässt sich aus dem letzten Vers herauslesen. Mit einer ganz ähnlichen Anrede an den Herrn, hier aber mit dem in der Auseinandersetzung zwischen Otto und Friedrich ja entscheidenden Titel König, verweist Walter auf die Gnade Gottes, die im metaphorischen Schachspiel Friedrich als dem Besten den Zuschlag gegeben hat, weil Otto, der Böseste, Dienst ohne Lohn in Anspruch genommen habe. Herrscherlob kann aber auch ganz klassisch panegyrisch daherkommen, wie hier bei Reimer von Zweter. Pausieren Sie bitte wieder. Der Begriff Panegyrik geht auf Griechisch Panegyrikos, Festrede, zurück und bezeichnet in der Antike eine prunkvolle Rede zu festlichem Anlass. In Rom war damit vor allem die Laudatio von Herrschern und anderen Würdenträgern verbunden. Der Begriff Panegyrik figuriert daher als Gattungsbezeichnung für das Herrscherlob, als Medium der Herrschaftslegitimation, das bis in die Renaissance verbreitet war. Datiert ist dieses Lied auf 1235-36, als Friedrich II. Schon etwa 15 Jahre Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches und auf dem Höhepunkt seiner Macht war. Besonders Friedrichs Verdienste für die Einigkeit des Römischen Reiches und als Hüter der Christenheit hebt Reimar hervor, wahrscheinlich aufgrund der engen politischen Zusammenarbeit mit dem Papst und vor allem durch die Eroberung der wichtigsten christlichen Pilgerstätten im Heiligen Land im Kreuzzug 1228-29. Seit 1225 trug er ja auch den Titel König von Jerusalem. In Superlativen, deren Rhetorik an die Frauenpreisstrophen des Minnesangs erinnern, lobt Reimar Friedrichs Herrschertugenden, Trüwe, Städte, Ehre, Zucht, Tugend. Besonders seine Eigenschaft, Wort und Eid zu halten, worauf die Dreiheit von Hand, Mund und Haupt verweist, lobt Reimar wiederholt. Dennoch bleiben die Formulierungen allgemein und auf verschiedene Herrscherpersönlichkeiten übertragbar. Dass es um Friedrich geht, offenbart Reimar am Ende auf die rhetorische Frage, wes lieb, wes Herze das Lob trage. In einer Aufführungssituation wird diese Zueignung wohl wenig überraschend gewesen sein. Eine Lohnforderung für das Herrscherlob, wie prominent in Walters Sangspruch, ist zwar nicht explizit ausgesprochen, aber doch als Signalwort vorhanden.
An einem Beispiel des Dichters Boppe kann man die typische Offenheit und Mischung der Themen und Intentionen der Sangspruchdichtung gut studieren. Schon im zweiten Vers wird die geistliche Thematik des Sangspruchs deutlich. Außerdem wird gleichzeitig mit dem Lexem Wunder im ersten Vers die Tradition des Rätsels als Redeform, die in der Sangspruchdichtung verbreitet ist, aufgerufen und mit dem Verweis auf des Königs Tirol Burg im letzten Vers noch einmal, denn dabei handelt es sich um ein zeitgenössisches Rätselgedicht, König Tirol und Friedebrand, dessen Fragmente im Codex Manesse überliefert sind. Die Deutung einer religiösen Tatsache, dass Maria Gott noch vor der Erschaffung des Menschen geschaut habe, wird also mit dem Rätsel in Verbindung gebracht. Das ist nicht ganz selbstverständlich, denn für die Verbreitung von Glaubenstatsachen und ihre Ausdeutung sind schließlich gemeinhin die Geistlichen, nicht die Spruchdichter zuständig. Dass Boppe die Wahrheit seiner Aussage, die nicht zum Allgemeinwissen eines jeden Mann und jeder Frove gehört, also entweder die Meisterpfaffen, die Priester also, oder ein volkssprachliches Rätselbuch bestätigen lassen will, ist nicht wenig anmaßend. Die geistlichen Gelehrten werden mit literarischen Texten und Sangspruchdichtern auf eine Stufe gestellt und damit in Sachen Deutungskompetenz für komplexe Wissensbestände, Wunder eben, degradiert. Boppe erteilt sich somit als Sangspruchdichter selbst die Lizenz der geistlicher Rede am Hof und macht sich den Meisterpfaffen ebenbürtig. Als letzten Sangspruch sehen wir uns ein Beispiel aus dem späten 13. Jahrhundert an, an dem die immer häufiger anzutreffende Aufweichung der formalen und inhaltlichen Grenzen zwischen Minnesang und Sangspruchdichtung und der starke Hang zur Selbstreflexion der Dichtung besonders augenfällig werden. Pausieren Sie gern an dieser Stelle und lesen gegebenenfalls auch die Übersetzung aus der zitierten Ausgabe. Ich beschränke mich auch hier auf einige wenige Details des komplexen, vielschichtigen Textes. Es handelt von einem Lobgeblürmet, das sich in den Dienst hoher Werdigkeit stellt, für welches Solde, also Lohn, erwartet wird. Soweit, so gut und so typisch für die höfische Lyrik. Für gesungen, ausgeschmücktes, geblümtes Lob wird vom Sänger respektive Dichter Lohn verlangt. Dieses Lobgeblümet wird metaphorisch mit unterschiedlichen Themenbereichen verbunden. Mit der Krone eines Zedernbaums, Gestein aus Gold, einer keuschen Jungfrau, dem Morgenstern und so weiter. Was bzw. wer diese hohe Werdigkeit ist, wird zunächst nicht verraten. Konrad lässt sie anscheinend hinter den Preis der eigenen Dichtkunst vollkommen zurücktreten. Man könnte es auch für ein Rätsel halten. Einige Textmerkmale verweisen durchaus auf die Rätselform. Erst am Ende des Textes tauchen der Name Lichtenberge in der Stadt Straßburg auf und noch einmal das Lob. Diesmal wird aber nicht die poetische Gestalt des Lobs betont, sondern es wird nun über Lob genannt. Es ist also von zweierlei Lob die Rede. Zuerst von einem geblümten Lob, das heißt einer Lobrede mit besonders kunstvoller Sprachverwendung, und vom Ruhm des Lichtenbergers von Straßburg. Der gesungene Lobpreis versteht sich also als Krönung des Ruhms des Lichtenbergers. Das kennen wir so schon von Walter von der Vogelweide. Ruhm und Ehre des Besungenen hängen ab vom Singen des Sangspruchdichters. Das Werk lobt sich selbst über seinen Gegenstand hinaus. Die Namen des Gelobten etymologisierende Bilder weben den Lichtenberger zudem sozusagen genetisch in die poetische Gestalt des Sangspruchs als seine dichterische Schöpfung hinein. So etwas Ähnliches haben wir gesehen, als Gottfried von Straßburg den Namen seines Auftraggebers Dieterich als Akrostichon in dem Prolog seines Tristan-Romans eingeschrieben hat. Hier wird die Zielperson des panegyrischen Sangspruchs wahrscheinlich ebenfalls der Auftraggeber metaphorisch präsent gemacht. Die hohe Werdigkeit, also der Ruhm des Lichtenbergers, ist hochgewachsen wie ein Berg. Von da ab dominieren Metaphern aus dem Bildfeld des Lichts. Lichtenberger eben. Diejenige lobenswerte Figur, welche der Lichtenberger am Ende des Textes ist, wird sprachlich und klanglich im Prozess poetischer Gestaltung ihres Lobs regelrecht
erschaffen. Ihre sicht- und hörbare Präsenz gewinnt sie in Sinn und Sinnlichkeit des dichterischen Produkts. Bevor wir in der Analyse fortschreiten, schauen wir uns den Sangspruch einmal in formaler Hinsicht an. Denn Lyrik ist ja nicht nur Klang, sondern auch Formkunst. Wie der Großteil des Minnesangs besteht dieser Sangspruch in der abgewandelten Form einer sogenannten Kanzone, in typisch Konradscher Weise. Gliedern wir zunächst die Endreime, die ich hier einmal farbig markiert habe, und benennen sie nach der Konvention mit Buchstaben des lateinischen Alphabets. Alle einander reimenden Verse bekommen den gleichen Buchstaben, A, A, B, C, C, B und so weiter. Außerdem zählen wir die Hebungen, die wir schon in der Nibelungenstrophe, Video Nummer 7 dieser Videoreihe, rhythmisch bestimmt haben, hier jeweils durch einen Akzent kenntlich gemacht. Ein Lob geblürmet, fährt in hoher, werde, käte, solde. 7 Hebungen, 7 betonte Silben im ersten Vers, im zweiten 7, im dritten 3 und so weiter. Außerdem unterscheiden wir männliche und weibliche Reime bzw. Kadenzen. Mit Kadenz ist das Versende ab der letzten betonten Silbe gemeint. Männliche Kadenzen klingen stumpf, was dadurch zustande kommt, dass der Vers mit einer betonten Silbe abgeschlossen wird. Das geschieht durch die Reimbindung von einsilbigen Wörtern. In diesem Lied finden wir diese nur in Vers 9 und 10. Wien, Schien. Alle anderen Reime bzw. Kadenzen sind weiblich. Nach der betonten offenen Silbe, also auf Vokal endenden Silbe, steht noch eine ebenfalls am Reim beteiligte unbetonte Silbe. Sollde, tollde und so weiter. Geschlossene Silben sind entsprechend solche, die auf Konsonant enden. Soweit gekommen, erkennen wir, dass sich die Verse 1 bis 4 und 5 bis 8 strukturell und in den Hebungen gleichen. Diese beiden Teile nennen wir insgesamt den Aufgesang, die Einzelteile jeweils Stollen. In der einfachsten Form der Kanzone gleichen sich die beiden Stollen auch im Reim. Konrad von Würzburg variiert gern auf diese Weise im Aufgesang. Der zweite Teil der Strophe wird Abgesang genannt. Er unterscheidet sich in der Regel eigentlich formal vom Aufgesang, kann aber vielgestaltig sein. Hier fällt auf, dass die letzten 4 Verse den Stollen des Aufgesangs gleichen. 7e, 7e, 3e, 4b. Die Verse 9 bis 11 mit dem Schema 8d, 4d, 3e werden daher als Schwelle oder Steg bezeichnet. Dieser Ton Konrads von Würzburg wird Hofton genannt, mindestens 25 Strophen sind von ihm davon überliefert. Er basiert auf einer Kanzonenstrophe in einer etwas abgewandelten Form. Die einfache Kanzonenform besteht aus einem Aufgesang aus 2 metrisch und musikalisch identischen Stollen und einem metrisch und musikalisch verschiedenen Abgesang. Manche Lieder weisen zudem am Ende einen Refrain auf oder haben einen mehrstolligen Abgesang. Die Variationen dieser Grundstruktur sind sehr vielfältig. Die Betrachtung der Reime, die weitaus komplexer sein können als hier, Binnenreime, übergehende Reime, Schlagreime, Schüttelreime, Pausenreime, Kornreime, Weisen und so weiter, können alles vorkommen, fördert so manche inhaltliche Überraschung zutage. Konrad von Würzburg ist übrigens bekannt für besonders komplexe Reimkunststücke. Das können wir an dieser Stelle leider nicht vertiefen. Kommen wir daher zurück zur inhaltlichen Textanalyse. Konrad III. Von Lichtenberg war Ende des 13. Jahrhunderts Bischof von Straßburg. Er gilt als Erbauer des neuen Straßburger Münsters, welches der Jungfrau Maria geweiht ist, deren glühender Verehrer Konrad der Bischof gewesen sein soll. Die aus seinem Namen entwickelte Reihung von Metaphern sichtbarer Lichtphänomene wird in dem Sangspruch nun unterbrochen von 2 Vergleichen, die durch ihre Abstraktheit aus dem Rahmen fallen. Das Lob schienet sam ein Licht Jungfraue in küche Maggeturme, erinnert zugleich an die Gottesmutter Maria, die reine Jungfrau, was ja auch gut zum Bischof passen würde. Was aber ist mit es kann auch glästen sam nach Dienste werde wiebe Löhne? Wir erinnern uns, die Lohnforderung von den Dienst des Sängers für die Dame entsteht in der Liebesentfüllung und damit ist, auch wenn die Texte dies zumeist nicht direkt aussprechen, vor allem sexuelle Bedürfnisbefriedigung gemeint.
Das Tagelied schildert ja genau das. Aber kann man den zweiten Vers nun wirklich so verstehen, dass der Ruhm des Straßburger Bischofs genau so glänzen könne wie der Lohn edler Frauen für Frauendienst? Ja, kann man. Denn eine ins Religiöse hinüberspielende Metaphorik und Motivik ist typischerweise Teil des Sprachprogramms von Minnesang und Sangspruchdichtung mit Minne- und Frauenpreis-Thematik, aber auch für das Herrscherlob. Denken wir etwa zurück an die Selig Frowe im Minnelied von Heinrich von Morungen. Konrad von Würzburg, der auch Dichter von Minnesang war, überaus gern spielte er mit dieser Mischung geistlicher und weltlicher Konnotationen. Diese generelle semantische Offenheit und Übergängigkeit von religiösen, erotisch-weltlichen Konnotationen und Motiven und Metaphorik von Minnesang und Sangspruchdichtung stellen sich in diesem Sangspruch von Konrad von Würzburg in den Dienst der Spannung zwischen ästhetischem Autonomieanspruch in der poetischen Selbstbeschreibung der Kunst, das heißt dem Lob der eigenen Dichtung, und außerliterarischer Zweckorientierung, dem heteronomen Gönnerlob der panegyrischen Funktion. Denn man kann mit einigem Recht der Auffassung sein, so hat der jener Altgermanist Jens Haustein überaus treffend formuliert, dass Gönner wie Konrad von Lichtenberg gewissermaßen ein Interesse daran hatten, literarisiert zu werden, Gegenstand eines Lobs zu werden, in dem nicht reale Eigenschaften hervorgehoben sind, sondern in dem sie auf dem Weg über den Vergleich und die Metapher in allgemeinere Zusammenhänge gestellt werden. Allgemeinere Zusammenhänge, welche also literarästhetischer und kunstethischer Natur sind. Die Gönnerrolle nicht primär als historische Funktion für den Literaturbetrieb beschreiben, sondern sie als ästhetische Figurationen in den poetischen Prozess einschreiben. Wie Gottfried von Straßburg seinen Auftraggeber Dieterich durch das Akrostichon zu einem ädelen Herzen gemacht hat. Und wir wissen ja bereits, dass Konrad von Würzburg ganz unverhohlen den Autor des Tristan-Romans verehrte. Dass der Dichter also den Ruhm, den tatsächlichen und den gesungenen, des Straßburger Bischofs mit weiblichem Minnelohn vergleicht, ist nicht skandalös, sondern das ist Kunst. Man kann also sagen, dass das wesentliche Merkmal solcher Sangspruchdichtung darin besteht, dass sie ihre Autonomie und Geltungsbehauptung gerade aus der zwingenden heteronomen Verankerung, also aus der Abhängigkeit des Autors von GönnerInnen, von AuftraggeberInnen her entwickeln und begründen. Nicht Selbstüberschätzung, unerhörte Erhebung und skandalöse Ermächtigung des fahrenden Sängers, der kaum mehr wert zu sein scheint als eine Dirne, sondern öffentliche Aufführung des Kunstverstands von Autor, Publikum und Gönner. Jenseits primärer ideologischer, wirtschaftlicher, sozialer, rechtlicher und machtpolitischer Interessen ist Sinn und Zweck dieser Dichtung. Daher nehmen die Lyriker an den Höfen des Hochmittelalters ihre unerhört wirkenden Redelizenzen. Für Lohn, versteht sich. Denn hört man auf die Endreime der vor dem bedeutungsvoll den dritten Stollen abschließenden Jechen, was im Liedzusammenhang ja nichts anderes heißt als singen, dichten und aufführen, erfährt man schöne Löhne, Kröne, Gedöne. Schöner Lohn soll den Gesang krönen.